So einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zu den täglichen neuen Handelsideen heute am Montag, den 19.08.2019. Ja, ich bin heute, genauso wie die letzten vergangenen zwei Wochen, auch schon bereits als Vertretung für den Mike Seidel hier an der Stelle derjenige, welche der die nächsten 30 Minuten, 45 je nachdem, moderiert. Ab kommender Woche Montag dann, ab dem 26.08. ist der Mike Seidel wieder verfügbar. Wie gesagt, der ist in seinem wohlverdienten Urlaub. Und seitdem bin ich dahingehend gesegnet, dass wir im Grunde genommen seit ja, dem Beginn, seit Montag, dem 5.8., dass wir dort eigentlich haben über allmählich über einen Handelskonflikt sprechen können zwischen den USA und China, neuesten Entwicklungen. Am 5.8. begannen wir da mit der erstmaligen Abwertung des chinesischen Yuan. Dollar-Yuan lief das erste Mal seit 11 Jahren über eben das 2008er Hoch im Bereich um 7. Das ist eine psychologisch wichtige Marke gewesen. Und ausgehend hiervon haben sich dann diverse andere Entwicklungen eben noch dargeboten. Erhöhte Volatilität, die wir gesehen haben. Heute wird es überraschenderweise mal so sein, dass wir einen kleinen Blick in Richtung Handelskonflikt werfen, aber alles in allem sieht es zunächst einmal danach aus, als wenn es einigermaßen ruhig bleiben dürfte. Also zumindest haben die Andeutungen, die hier jetzt zum Beispiel seitens Donald Trump in Richtung Huawei, wo etwas angekündigt werden sollte, seiner nicht Meinung nach, sondern seiner Ankündigung nach gestern übers Wochenende, haben nicht irgendwie in irgendeiner Form zu erhöhter Volatilität beigetragen. Möglicher Grund dafür könnte ein Jackson Hole am Ende der Woche sein. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr sagen. Wie gesagt, zunächst einmal ganz wichtig, wie gewohnt, der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Tickmill bietet keine Finanzberatung an. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handeln dar. Sie dienen ausschließlich der Veranschaulichung und Weiterbildung, sind also keine Anlageberatung oder sonst dergleichen. Und das waren jetzt die ersten zwei, drei Sätze des Risikohinweises. Für den kompletten Risikohinweis schaut gerne einmal auf tickmill.com nach. Ich guck mal kurz hier. Ah, okay, perfekt, alles gut. Dann, wie gewohnt hier, einmal der Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender für heute. Wir haben alles in allem eigentlich keine wirklich marktbewegenden News, die irgendwie in irgendeiner Form anstehen. Dass ich das jetzt hier ausgeschnitten habe, das sind die finalisierten Inflationszahlen der Eurozone, die veröffentlicht werden um 11 Uhr unserer Zeit. Also nicht irritieren lassen hier von den 10 Uhr, das ist die Londoner Zeit. Das habe ich vom Wirtschaftsdatenkalender Tickmills von der Webseite ausgeschnitten. Ja, ausgeschnitten ist ein gutes Wort. Und ich habe die Zeit nicht umgeändert, also die lässt sich dort meines Wissens nach auch individualisieren, das lässt sich also auch mitteleuropäischer Sommerzeit einstellen, dann würde da eine 11 stehen, ich habe es einfach in Londoner Zeit gelassen. Zurück aber zu den Zahlen, Inflationszahlen, die veröffentlicht werden, wie gesagt, das sind finalisierte Daten, das heißt, der Datensatz, der ist schon veröffentlicht worden vor 2, 3 Wochen, Pi mal Daumen. Und in dem Zusammenhang konnte man hier sehen, der Kerninflationsansatz ganz besonders, das ist die zweite Zahl, die hier so grün hinterlegt ist, da lagen wir bei minus 0,6%. Also das bedeutet deflationäre Tendenzen. Wir sehen derzeit einen Konsens um 0,3%, das heißt also eine Anpassung nach oben. In Summe, ich bin noch nicht mal sicher, ob es überhaupt eine marktbewegende Veröffentlichung wird, also ob wirklich stärkere Schwankungen reinkommt dann um 11 Uhr und dass der Euro in irgendeiner Form beispielsweise reagiert oder der Equity-Bereich in irgendeiner Form darauf überhaupt reagiert, weil einfach die Kerntreiber des Marktes aktuell komplett andere sind. Der Fokus der Marktteilnehmer ist ganz anders. Selbst die Andeutungen von Olli Rehn letzte Woche, die allerdings im erweiterten Sinne auch ein bisschen was zu tun haben jetzt mit den Inflationszahlen, EZB-Mitglied und Chef der finnischen Notenbank, der hat in einem Interview mit Wall Street Journal am Donnerstag hat er gesagt gehabt, dass die EZB durchaus erwartet werden darf, auch mehr zu liefern als das, was aktuell vom Markt erwartet wird. Das hat unterm Strich eigentlich eine ganz klare Richtung vorgegeben, nämlich, dass die EZB nicht nur liefern wird, sondern eben, dass sie sogar das, was der Markt aktuell erwartet, wo man, wenn man sich den Geldmarkt betrachtet, eine Leitzinssenkung auf minus 0,1% erwartet, auch wieder eine Thematisierung eines Wiederaufnehmen des QE-Programms. Wir dürfen uns übrigens in dem Zusammenhang, obwohl, einen Moment, ich muss kurz überlegen, ist es die vorletzte oder ist es die letzte Notenbank-Sitzung unter der Leitung, also die Pressekonferenz von Mario Draghi? Da bin ich gerade so ein bisschen... Da weiß ich gar nicht. Müsste ich mal schauen. Also
Fakt ist auf jeden Fall, es wird ja immer noch gespielt, dass Christine Lagarde die Nachfolgerin wird. Olli Rehn ist übrigens auch einer der potenziellen Nachfolgekandidaten von Draghi gewesen, also wurde als solcher gehandelt, hat sich aber meines Wissens nach letzten Monat zurückgezogen oder diesen Monat, zu Beginn des Monats, hat er sich von seiner von seinen Ambitionen verabschiedet, glaube so sagt man. Und Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Christine Lagarde, also die aktuelle, oder die hat, glaube ich, ihr Amt jetzt auch mittlerweile ruhen lassen, aber also im Großen und Ganzen noch aktuelle IWF-Chefin, dass die das Amt der EZB-Präsidentin dann tatsächlich übernimmt. Durchaus bekannt als sehr dovish, sehr expansiv orientiert, also den geldpolitischen Kurs unter der Führung von Mario Draghi wahrscheinlich fortführend und eventuell, also die Zeichen verdichten sich, dass die EZB jetzt auf ihrer anstehenden Notenbank-Sitzung den Weg ebnet mit im Grunde genommen einen, wie sagt man, schön smoothen Übergang zu gewähren und es Christine Lagarde da nicht besonders schwer zu machen, sondern eigentlich im Grunde genommen nur dann zu übernehmen und diesen expansiv-geldpolitischen Kurs weiterzuführen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Um was es geht in Bezug auf die Inflation ist natürlich Folgendes. Alles, was wir heute zu sehen bekommen, wäre in der Lage, so ein bisschen wohler dahingehend zu begünstigen, dass natürlich ein Datensatz, der unter der Erwartung reinkäme. Also sprich, hier diese vorherigen Zahlen nicht bestätigt, sondern noch einmal unterhalb dieser veröffentlicht wird. Also hier zum Beispiel Year on Year sind wir bei 0,6 von mir aus oder 0,8%, 0,6 wäre ich ein bisschen sehr extrem. Hier werden wir veröffentlicht bei minus 0,7, bei 1, vielleicht sogar unter der 1%-Marke, hier bei den klassischen Inflationszahlen, also nicht der Kernkomponente und so weiter. Dass das natürlich dann Spekulationen anfachen würde, wonach die EZB wirklich massiv expansiv eben liefert und dass das dann eben dazu beiträgt, dass der Euro stärker unter Druck gerät, beziehungsweise zeitgleich eben zum Beispiel der DAX einen Sprung auf der Oberseite macht. Wir sehen auch aktuell schon, wir haben ein wichtiges Widerstandsniveau um 11.550 Punkte. Ich gehe davon aus, der eine oder andere wird hier schon einen Blick auf den Chart geworfen haben wir überwinden können. Das bedeutet also etwas anders formuliert, da könnte jede unter der Erwartung liegende Veröffentlichung eben Spekulationen anfangen, wonach die EZB über Gebühr liefert dann am 12.9. und eben bullische Action beziehungsweise im DAX beziehungsweise bearish Action im Euro nach sich ziehen. Umgekehrt aber natürlich genauso, also alle Zahlen, die über der Erwartung veröffentlicht werden, könnten diese Erwartungshaltung dämpfen, bearish für den DAX wirken beziehungsweise bullisch dann für den Euro. Warten wir einfach mal ab. Wie gesagt, ich würde es nicht überinterpretieren. Aktuell würde derzeit eben sagen, es ist lohnenswert, sich das anzuschauen, aber normalerweise sind finalisierte Inflationszahlen, besonders aus der Eurozone, jetzt nicht unbedingt die Market Mover überhaupt. Nichtsdestotrotz, die Geldpolitik wird auf jeden Fall das sein, was uns die nächsten, das ist übrigens ein sehr exotisches Währungspaar, da blicken wir gleich mal drauf. Dollar, Mexican Peso, das ist allerdings nur mal rein technisch. Aber die Geldpolitik wird das sein, was uns wahrscheinlich die nächsten Tage hier auch weiter beschäftigen wird. Und dann blicken wir jetzt in dem Zusammenhang mal auf den DAX. Die Struktur fallender Hochs, fallender Tiefs, die ist jetzt gebrochen worden durch das so bereits jetzt schon stattgefundene Zurückerobern hier der 11.550. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, solange es keine weitere Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt, also jegliche Deeskalation auch, die da verkündet wird, zwischen zum Beispiel den USA China im Hinblick auf beispielsweise Huawei ist auf jeden Fall etwas, was eben hier weiter kurstreibend wirken kann. Und ergänzend dazu ist eben auch erwähnt, Geldpolitik seitens der EZB, aber wahrscheinlich auch Geldpolitik seitens der Fed. Wie gesagt, Wirtschaftsankalender ist dünn, aber ab Donnerstag wird sehr spannend und Freitag, die Woche klingt aus mit einem potenziellen Bang, sage ich mal. Und zwar nämlich dahingehend, dass Jackson Hole ein Symposium ist für Notenbanker. Alljährlich treffen sich dort eben Ende August die, nennen wir sie mal Creme de la Creme, eben der Notenbanker, globalen Notenbanken, unter anderem eben auch die Fed, auch die EZB, wobei ich gar nicht weiß, ob Mario Draghi auch anwesend ist. Es gibt auch durchaus, letztes Jahr zum Beispiel war es ein Non-Event, weil kaum einer der führenden Notenbanker wirklich vorgesprochen hat oder dort eben eine Rede gehalten hat. Aber dieses Jahr ist es definitiv so, dass Jay Powell auf diesem Symposium eben dann sprechen wird. Und das wird am Freitag der Fall sein. Und es ist deswegen erwähnenswert, weil QE oder QE2 zum Beispiel 2010 auf Jackson Hole von Ben Bernanke damals angekündigt worden ist. Und das ist etwas, das sollte auf jeden Fall so ein bisschen im Hinterkopf klingen, denn auch die Situation, wie sie sich derzeit an den Märkten darstellt, geldpolitisch, oder die Erwartungshaltung seitens
Der Märkte. Moment, das ist mein Twitter-Feed. Verzeihung. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Hier, da wollen wir am Freitag nochmal kurz einen Blick zurückwerfen, was da den Euro vielleicht kurzzeitig hat spiken lassen. Aber hier, da sind wir nochmal im FedWatch-Tool. Das ist die Erwartungshaltung für eine 25-Basispunkt-Zinssenkung hier im September. Die ist mittlerweile bei über 80%. Es wird auf jeden Fall derzeit vom Markt gespielt, dass eine Zinssenkung stattfindet. Die Frage ist nur, wie hoch. Und 80% sagen, es wird die Mindestzinssenkung, so nenne ich sie jetzt mal, ja, 25 Basispunkte. Man könnte auch 0,1% sicherlich den Leitzins senken oder 0,125%. Aber in dem Fall wird es die Standard in Anführungsstrichen Zinssenkung sein von 25 Basispunkten. So, jetzt habe ich mich verklickt. Ich wollte nicht den Oktober zeigen, sondern hier oben den Dezember. Und da wird man oder da kann man ja immer noch erkennen, dass derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit jetzt von leicht über 50% sowohl auf der September- als auch auf der Oktober- als dann auch auf der Dezember-Sitzung eine Zinssenkung erwartet wird. Diese Spekulation ist ja zunächst einmal nach der Fed am 31. Juli auf nahezu null gefallen gewesen, hat dann allerdings eine Eskalation gesehen, nachdem Donald Trump seine. Das ist etwas, was China übrigens auch kommuniziert hat. Und deswegen Vergeltungsmaßnahmen denkbar werden. Das war das, was uns letzte Woche dann am Mittwoch, Donnerstag begleitet hat. Nämlich Gegenmaßnahmen einleiten müsste. Sieht sich dazu nahezu gezwungen, weil Trump eben gegen eine Abmachung auf dem G20-Gipfel in Osaka zwischen Xi und Trump getroffen, dass es dort keine weitere Eskalation mit weiteren Importzöllen und dergleichen gibt, verstoßen hat oder sieht, dass dort ein Verstoß stattfindet. Und ja, infolgedessen ist es eben dann jetzt wieder zu einer Spekulation gekommen, dass dort eben das Leitzinsniveau noch zwei weitere Male, nee, drei weitere Male nach jetzt dem 31. Juli gesenkt wird, um jeweils 25 Basispunkte, dass wir alles in allem das Leitzinsniveau übers Jahr 2019 um 1% reduziert sehen in den USA. Ergänzend dazu, und das ist jetzt was das wird interessant, ich habe dazu leider keine Grafik, aber ich hatte es schon mal angerissen, ein oder anderer erinnert sich. Und zwar sagte ich, es gibt Anzeichen, dass die Liquidität am Markt beginnt auszutrocknen und dass das eventuell die Grundlage dafür ist, also im Kreditmarkt ganz besonders, und dass das die Grundlage dafür sein könnte, dass die Fed auf den Plan treten muss. Sie hat gar keine andere Wahl, als Liquidität in das System zu geben. Da gab es eine sehr, sehr interessante Berichterstattung auf Zero Hedge war es an der Stelle, der dann auch schrieb von einer E-Mail, die ihn erreichte. Es gibt diverse Investmentbanken. Ich muss jetzt allerdings lügen. War es JP Morgan? War es Bank of America? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall eine der großen Investmentbanken hatte hier auch ein Research erstellt, welches eben gezeigt hat, dass die Liquidität an den Bondmärkten massiv austrocknet und Jackson Hole als ehemals Wegebner, Wegbereiter, könnte auch dieses Jahr dort in diesem Zusammenhang durchaus interessant werden. Also das heißt, es könnte jetzt auch mit sich ersten Abzeichen Liquiditätsengpässen an den Junk-Bond-Märkten, High-Yield-Bond-Märkten, könnte es eben tatsächlich dazu kommen, dass wir hier ein Fundament geliefert sehen, ein Fundament von Jay Powell geschaffen sehen, ausgehend von welchem dann zeitnah auch wieder eine Auflage des QE-Programms seitens der Fed ein Thema wird eben in der Tat. Das ist auch ganz besonders dahingehend interessant. Ich bin aktuell inmitten der Lektüre eines Buches. Heißt es The Invisible Hands? Ich weiß nur, das ist auf jeden Fall Invisible Hands, kommt im Titel vor. Der Autor des Buches ist Dropney. Das mag man mir jetzt nicht glauben, dass ich das Buch lese, weil, wenn ich noch nicht mal den Titel kenne, aber mir geht es primär tatsächlich bei den Büchern um die Inhalte. Also die Titel, die interessieren mich tatsächlich immer nur sekundär. Also vielleicht, wenn ich es kaufe, ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass in diesem Buch Interviews geführt werden mit Hedgefondsmanagern zum Beispiel, mit großen Fondsmanagern auch, die Endowments zum Beispiel für Yale oder für Harvard managen, ist ein englischsprachiges Buch wohlgemerkt. Dort wird dann zum Beispiel auch global makroökonomisch mal beleuchtet, nach welchen Kriterien eben dort Investments getätigt werden. Und es ist ganz interessant in diesem Zusammenhang, um den Übertrag jetzt dazu zu schaffen, warum dieser Liquiditätsengpass und dieses Austrocknen der Liquidität auch im High-Yield-Bereich so wichtig ist. Und zwar hat die. Nee, ich glaube, das ist nicht hilfreich. Deswegen lasse ich die Grafik raus. Aber es ist zumindest so, dass natürlich die Nullzinspolitik rund um den Globus und dieses massive Dämpfen der Inflations, nicht Inflation, der Zinserwartung beispielsweise dazu beigetragen hat, dass natürlich Fonds, Hedgefonds zum Beispiel, die auch entsprechend gehebelt am Markt agieren,
dass diese gezwungen worden sind, Wege zu beschreiten, die äußerst riskant sind. Also es wird immer weniger Rendite mit immer höheren Risiken eigentlich im Großen und Ganzen gefahren. Das ist ja einer der Kritikpunkte, die immer von vielen auch in Bezug auf QE-Programme kommuniziert werden. Und demnach ist davon auszugehen, dass beispielsweise auch in diesen illiquiden Assets, die dann in diesem Buch auch zum Beispiel thematisiert werden, also das heißt, dass eben diese höhere Rendite, dass die eben durch Anlagen in illiquiden Titeln erreicht wird, die eben durch die Tatsache, illiquide zu sein, eine höhere Rendite versprechen. Und als Beimischung genutzt werden, aber ab und an eben eventuell mittlerweile auch als gehebelte Beimischung eben in global makroökonomisch agierenden Fonds gewählt wird. Warum ist das erwähnenswert? Nun, sollte es hier zu Liquiditätsengpässen kommen, werden diese Banken, oder nicht nur Banken, sondern auch diese Fonds, diese Prop Trading Desks oder Global Macroeconomic Hedgefonds sollte man sie vielleicht nennen, also global makroökonomisch agierende Hedgefonds, werden die eventuell gezwungen, hier größere Sicherheiten zu hinterlegen für diese dann in Wert verlierenden, hochspekulativen, illiquiden Wetten, die sie eben abgeschlossen haben. Und das Interessante in dieser Konstellation ist natürlich, dass die dann gezwungen werden, Geld aus anderen Bereichen abzuziehen, wo sie ebenfalls aktiv sind, zum Beispiel in Aktien. Ja, es dann eben entsprechend zur Umschichtung eben kommt, beziehungsweise zu Margin Calls. Und das ist etwas, das sollte auf jeden Fall Berücksichtigung finden. Und um dieser Entwicklung Tribut zu zollen oder sie zu antizipieren, vorwegzunehmen und diesen Kollaps, diesen erneuten, sich vielleicht abzeichnenden, drohenden Kollaps dann, der Finanzmärkte durch eben Margin Calls, die dann dort kommen, beziehungsweise das Austrocknen auch der kurzfristigen Liquidität oder des Geldmarkts generell, der Kreditmärkte, dass das eben dazu führt, dass hier die Fed jetzt bereits auf den Plan tritt und entsprechende Andeutung für solch ein QE-Programm durch Jay Powell in Jackson Hole machen lässt. Also das ist etwas, das habe ich auf jeden Fall gerade im Hinterkopf und sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. In Folge, jetzt wird man sich fragen, okay, und was hat das jetzt mit dem Intraday-Handel zu tun? Und es hat dahingehend damit zu tun, dass sobald jegliche Eskalation ausbleibt im Handelskonflikt zwischen den USA und China, sich vielleicht eine Entspannung so generell abzeichnet durch eben Zugeständnisse, die man Huawei macht, dass eben dann auch das Vorwegnehmen dieses Mehr an Liquidität durch die Fed, durch ein solches QE-Programm, durch Powell in Jackson Hole, dass das dazu führt, dass eben der Markt beginnt, eher auf der Oberseite zu driften. Nicht unbedingt stark zu trennen und stark Momentum aufzunehmen, aber zumindest mal, dass wir eine reduzierte Chance mittlerweile sehen, dass es nochmal zu einem schärferen Push auf der Unterseite kommt und dass Intraday eher Long-Engagements zu favorisieren sind und man eher die Long-Seite favorisieren sollte. Nicht davon ausgehen, dass es zur großen, scharfen Korrekturbewegung kommt. Ja, das also im Zusammenhang mit der aktuellen Situation. Nach dem Bruch dieser Abwärtsstruktur, jetzt auch mal rein technisch, markttechnisch gesprochen, sowieso derzeit eher die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir diesen Bereich um 11.850 nochmal, 830, 850 Punkte anlaufen, als dass wir hier nochmal einen scharfen Rücksetzer sehen, wobei natürlich jetzt zunächst einmal abzuwarten bleibt. In 10 Minuten ist dann Kassaeröffnung, Xetra-Handel eröffnet, müssen wir abwarten, ob es nicht da eventuell zunächst nochmal zu einer kleinen Korrekturbewegung kommt, die uns zurückführt in den Bereich dieses Ausbruchniveaus um 11.550 Punkte. Allerdings ist das jetzt gerade Kaffeesatzleserei. Also wir müssen jetzt mal eben schauen, wie sich überhaupt erstmal in 10 Minuten dort die Eröffnung darstellt. Blicken wir auf den Devisenbereich, blicken wir mal auf den Euro-US-Dollar. Mit Ausblick auf dieses eventuell mehr an Liquidität natürlich ganz wichtig, wäre in dem Zusammenhang Skepsis angemeldet, mit Sicherheit Skepsis angemeldet, ob der US-Dollar stark performen könnte. Das dürfte Zinsen eher weiter unter Druck halten und die Chance erhöhen, dass wir hier ein erneutes Anlaufen eben der Allzeittiefs um 1,36 aus dem Juni 2016 zu sehen bekommen, was zeitgleich den US-Dollar unter Druck bringt. Also 1,36 ist das Allzeittief im T-Note Future, also dem Pendant des 10-jähriger US-Schuldtitel, das Pendant zu unserem Bund-Future, der natürlich auch ausgehend vom Zins und der Korrelation zur Stärke einer Währung natürlich Auswirkungen auf die Devise dann entsprechend hat, also den Dollar. Ergänzend kommt etwas hinzu, was ebenfalls am Freitag noch einmal für Volatilität gesorgt hatte, was auch übrigens dann vielleicht sogar als Haupttreiber hier zunächst einmal fungiert hatte. Also wir brauchten nämlich am Freitag einen Impulsgeber, der zumindest mal einen Wochenschluss oberhalb von 11.550 Punkten auf den Weg bringt. Es ist nicht Explosion in der Volatilität gewesen, aber es war zumindest erkennbar. Also wenn man sich in 5 Minuten DAX anschaut, diese Kerze hier anschaut, das war kurz vor
Vorm Wochenende im Grunde genommen. Also Kasse schließt um 17:30 Uhr, Handel findet im Future DAX zwar, dann allerdings unter sehr stark dünnem Volumen oder stark ausgedünntem Volumen statt. Da gab es plötzlich gegen 4 nachmittags einen Push auf der Oberseite und wir konnten uns auch auf höheren Niveaus stabilisieren. Was ist da passiert? Das hatte ich gerade eben hier schon angedeutet. Und zwar war es dort der Fall, hier Germany ready for deficit spending if recession hits. Also es gab wieder Gerüchte, das sind allerdings keine neuen Gerüchte, ehrlich gesagt. Auch das hatte der Spiegel schon vor einigen Tagen mal thematisiert, dass eben im Falle einer Rezession, die sich in Deutschland abzeichnet, dass dann eben die Bundesregierung bereit ist, ihre schwarze Null eben als hinfällig zu deklarieren und dann natürlich eben Staatsausgaben hochzufahren. Das sorgt erstmal dafür, dass kurzzeitig natürlich die Zinsen zehnjähriger deutscher Bundespapiere, die mittlerweile bei, sind wir schon bei minus 0,7%, aber wir sind auf einem sehr guten Weg auf jeden Fall, dass es immer zu schärferen Gegenbewegungen kommt, die dann natürlich dazu führen, dass auch der Euro eben kurzzeitig scharf reagiert. Also das ist etwas, was man im Hinterkopf halten sollte. Und der Treiber dort dahinter ist eben die derzeit stattfindende Spekulation, dass es ein sogenanntes Deficit Spending gibt, also dass die Staatsausgaben, deutschen Staatsausgaben hochgefahren werden, um eben dann eine Rezession abzuwenden. Ich würde sagen, abwenden wird man es nicht können, aber man wird sie vielleicht abschwächen können, wenn überhaupt. Das hängt so ein bisschen nämlich auch davon ab, wie stark sich dann die Situation deutlich eintrübend eben in der europäischen Peripherie, besonders der südeuropäischen Peripherie, darstellt. Das sollte man auch nicht vergessen. Deutschland hat ja lange Zeit sich zurückgehalten mit dem Hochfahren von Staatsausgaben. Das ist auch sehr stark kritisiert worden, dass man eben im Grunde genommen die billige, günstige Liquidität, die da zur Verfügung gestellt wurde, seitens des Marktes nicht genutzt hat, um Strukturreformen auf den Weg zu bringen. Und natürlich könnte man jetzt, wenn sich eine Rezession abzeichnet, dann entsprechend die Ausgaben hochfahren. Das Problem ist nur, dass man das Gefühl hat, dass das Pulver hier in der, wie besonders südeuropäischen Peripherie, bereits verschossen ist. Also das heißt anders formuliert, dass Deutschland dann an dieser Stelle versucht, im Grunde genommen gegen Windmühlen zu kämpfen. Man versucht, eine Rezession abzuwenden, die sich aber nicht abwenden lässt, weil nämlich alle anderen Länder, die eben nicht an der schwarzen Null festgehalten haben und dann dennoch in einer Rezession rutschen, sofern sie überhaupt eine schwarze Null hatten, dann eben dieses Aufbegehren, oder wie soll ich das nennen, diese Bemühungen der Bundesregierung einfach über den Haufen werfen und das komplett im Grunde genommen konterkariert würde und sogar überkonterkariert würde. Also das ist etwas, wie gesagt, dass da Berücksichtigung finden sollte, wenn man das ein bisschen globaler betrachtet. Fakt ist aber dennoch, dass es kurzfristig natürlich sollten solche News weiter die Runde machen, auch vor dem Hintergrund dieses stark einseitigen Sentiments, welches sich da jetzt mittlerweile im Bund darstellt, welches stark bullisch ist, dass das natürlich dazu beiträgt, dass man Vorsicht walten sollte, wenn man in irgendeiner Form eben sich in beispielsweise im Euro wiederfindet oder beispielsweise auch im Bund. Wo aber natürlich erwähnenswert ist, dass der Bund Future letzte Woche, vorletzte Woche thematisiert, erinnert euch dran, ich müsste jetzt tatsächlich schauen, wann das Datum war, aber letzte Woche hatten wir, glaube ich, zum Montag, war es Montag, war es Mittwoch, hatten wir ein saisonales Muster thematisiert gehabt, wo ich sagte, wir laufen jetzt in ein saisonales Fenster im Bund Future, welches long ist. Das wird der ein oder andere sicherlich auch hinterfragt haben und gesagt haben, boah, wir sind schon so stark überdehnt, also so stark in den Wirkungsbereich vorgetreten, sollte man wirklich hier noch Long-Engagements überlegen? Naja, die Antwort ist jetzt mittlerweile geliefert. Ja, man sollte. Also wir sind jetzt hier auf dem besten Weg, tatsächlich die Region um 180 anzusteuern und dieses saisonale Muster scheint auch dieses Jahr wieder zu funktionieren. In 76% der Fälle, erinnern wir uns, hatten wir in den letzten 21 Jahren, glaube ich, also in 16 von 21, hatten wir eben ein bullisches Fenster hier über den Monat August, über 2, 3 Wochen, welches auch dieses Jahr eben offensichtlich wieder zum Tragen kommt eben tatsächlich. Und saisonale Muster, da wollen wir dann vielleicht jetzt mal ganz kurz was aufgreifen. Das ist zwar ein super exotisches Währungspaar, aber eventuell mal, wenn man das mal ausprobieren möchte oder wenn man es einfach mal so ein bisschen mit einfließen lassen möchte, sein Strategiespektrum vielleicht erweitern, probiere man das einfach mal im Demo-Modus aus. Dollar Mexican Peso, ebenfalls ein Währungspaar, welches jetzt in ein oh, verdammt. Ein Moment, das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Einen Augenblick, ich muss jetzt hier noch ganz kurz parallel mal kurz auf den Bildschirm schauen, dass ich auch das Zeitfenster habe, von dem wir hier sprechen. Also es ist auf jeden Fall so, dass es ein interessanterweise hochprofitables Setup, welches sich über das
jeden Fall schon mal die letzten 21 Jahre, 24 Jahre, da sind es, etabliert hat. Aber das Zeitfenster ist natürlich noch wichtig. Einen kurzen Augenblick, das haben wir gleich. Und zwar heute auf jeden Fall beginnen, so viel kann ich schon mal festhalten. 19.8. Ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt, meinen Browser zu öffnen. Auf jeden Fall hochprofitabel dahingehend, dass wir in den letzten, wie gesagt, 24 Jahren, in 22 Jahren, in dem Zeitfenster von heute beginnend, dass wir dort eben Dollar Mexican Peso haben ansteigen sehen. Und interessanterweise, und das ist etwas, was... So, das ist auf jeden Fall etwas, was Erwähnung finden sollte, nämlich, dass wir nur einen maximalen Drawdown, maximalen Verlust hier von 23 Pips in diesem Fenster hatten. Also das heißt etwas anders formuliert, das eine Mal, wo dieses Pattern nicht aufgegangen ist, und jetzt denkt man sich, wieso einmal, das sind doch eigentlich 2 Jahre, die es nicht aufgegangen ist. Ja, interessanterweise war das zweite Mal ein Jahr, wo das Pattern null gelaufen ist. Also das heißt, das war kein Gewinn, kein Verlust, sondern wir hatten eben dann, wir hatten ein Break-Even-Ergebnis. Ihr werdet nicht glauben, was jetzt hier gerade passiert, aber... So, jetzt haben wir es. Einen Moment. Ja, tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich habe etwas arg viele Programme gerade im Hintergrund laufen. Ich werde mal Folgendes machen. Ich mache mal eben hier diesen Tab zu. So. Und den Kollegen mache ich vielleicht auch schon mal zu. So. Und gleich ist es dann soweit. Einen Augenblick. Damit wir auch das Pattern haben. Also 19.8. bis... Dum, da, dum, dum. So, also, letzten 24 Jahre 91,6%. Trefferquote, weil 22 Mal haben wir im Schnitt 1531 Pips zugelegt. Und dieses eine Mal, wo wir eben den Markt haben gegen uns lehnen, ist ganz interessant, maximaler Drawdown, maximaler Loss, 23 Pips. Was heißt denn maximaler Drawdown? Das war das Maximum, was diese Position, wenn man sie long gehandelt hat, gegen eingelaufen ist. Und warum ist das erwähnenswert, 23 Pips? Das ist deswegen erwähnenswert, weil der Spread alleine hier 42,8%, 42,8 Pips, also 43 Pips ist eben tatsächlich. Also das ist weniger als ein Spread im Grunde genommen. Übrigens ganz kurz, tatsächlich müsste man das Pattern vielleicht sogar anpassen, weil es eigentlich ja 23 waren. Damit hatten wir eine 96-prozentige Trefferquote. Einen Moment. Genau, das ist eine Woche. Das ist die letzte Woche im Monat August, also bis zum 29. bis eigentlich bis zum 27. laufend? Ja, bis zum 27. laufend. Das heißt also die nächsten 7 Tage, bis nächste Woche Dienstag, 27.8. So, läuft dieses Pattern eben. Und wie gesagt, das eine Mal Break-Even, das müsste man theoretisch noch aus der Verlustquote rausrechnen. Damit haben wir eine Trefferquote von 96%. Fragt bitte nicht, was der Grund dafür ist. Es tritt einfach auf. Es ist beobachtbar, dass eben dem Dollar Mexican Peso in diesem Zeitfenster, in dieser einen Woche, eben tatsächlich dann eben da über die letzten 24 Jahre es in über 90% der Fälle zu steigenden Kursen kam. Zum relativ starken Anstieg auch, wo jetzt dann die technische Komponente natürlich beginnt auch eine Rolle zu spielen. Also wenn man sich hier vor Augen führt, wir haben dann den Bereich das ist ungefähr 1985, Pi mal Daumen. Wenn wir darüber gehen, dann wäre das auch ein verhältnismäßig starker Widerstandsbereich, der aktuell die Region interessanterweise, sind es die Jahrestiefs? Sogar ziemlich genau, ja. Es sind die Jahreshochs. Jahreshochs, verzeihung, nicht Tiefs, die Jahreshochs. Also das wäre eine Neumarkierung von Jahreshochs, die dann auch folgerichtig mit weiteren Aufschlägen über das 20er-Level einhergehen könnte. Also das ist auch aus der technischen Perspektive sehr, sehr interessant. Und das sei auf jeden Fall etwas, was eben mal Erwähnung finden sollte. Dennoch vor dem Hintergrund der Liquidität, auch der derzeitigen Unsicherheit aus handelstechnischer Perspektive, jegliche Neuankündigung von protektionistischen Maßnahmen durch die USA zum Beispiel oder Eskalation in der Rhetorik alleine, Handelskonflikt zwischen den USA und China ist natürlich in der Lage durchzuschlagen auf ein auch sehr sensibles Währungspaar, auf eine sehr sensible Währung in diesem Zusammenhang, nämlich Mexiko. Donald Trump hatte ja dort einige
Übrigens, ich sehe gerade, mein Foto ist da drauf. Wäre natürlich ganz gut, wenn wir das mal hier so rüberziehen. So. Dass Donald Trump sich ja auch hier auf Mexiko eingeschossen hatte. Und in diesem Zusammenhang ist das auf jeden Fall ein sehr fragiles Währungspaar und auch von potenziell starker Volatilität sicherlich gekennzeichnet, auch von starken potenziellen Spread-Ausweitungen eventuell hier dann, wie soll ich sagen, na? Spread-Ausweitungen. Gekennzeichnet zum Rollover dann um 23 Uhr unserer Zeit immer in diesem toten Fenster. Also das ist auf jeden Fall etwas, was da berücksichtigt werden sollte, weswegen ich sagen würde, wenn man dafür ein Gefühl bekommen möchte, dann probiere man das vielleicht einfach mal im Demo-Bereich aus. Und eins, wie gesagt, der profitabelsten Fenster ist sicherlich hier Dollar Mexican Peso mit, wie gesagt, einer Trefferquote von über 90% über die letzten 24 Jahre. Wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, aber in der letzten Woche August scheint es dort zu verstärkten Kapitalabflüssen aus Mexiko in den US-Dollar hineinzukommen. Und deswegen scheint das eine durchaus interessante Möglichkeit sicherlich da, sich mal mit solch einem Pattern auseinanderzusetzen. Wir wollen kurz final vielleicht noch, weil jetzt um 9 Uhr die Markteröffnung stattgefunden hat im DAX, mal kurz einen Blick auf diesen werfen. Also wir sehen weiterhin, dass wir auch dort keinerlei Anstalten machen, in irgendeiner Form die jetzt in der Vorbörse aufgelaufenen Gewinne wieder abzugeben. Intraday sind wir aktuell auf jeden Fall long. Das ist jetzt ein 5-Minuten-DAX übrigens. Ich schreibe das mal kurz hier rein. DAX 5 Minuten. Also, Intraday sehe ich den Modus so lange long, wie wir oberhalb hier dieses 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis traden, also dieser blaufarbenen Linie. Das ist ja diese klassische Herangehensweise aus der Open Range, wo ich jetzt auch abwarten muss derzeit, in welchem Fenster sich das Hoch und Tief eben tatsächlich dann auszeichnet, ausbildet. Ich würde jetzt derzeit noch nicht die Long-Seite traden, sondern erstmal die ersten 5 Minuten abwarten. Dann würde das Hoch hier auf dieser 5-Minuten-Kerze, die jetzt aktuell noch in der Mache ist, eben entstehen. Und dann würde, solange wir oberhalb hier dieser blaufarbenen Linie, dieses EMA 50 traden, eben ein Buy-Stop im Markt liegen. Das würde sich erst just in jenem Moment ändern, in welchem wir eben unter den 50er EMA fallen. In dem Fall jetzt derzeit tatsächlich sogar aus der Open Range, auf der Unterseite ausbrechen. Ja, das gilt es eben jetzt derzeit abzuwarten. Wie gesagt, vor dem Hintergrund all dessen, was ich gerade sagte, mit Ausblick auf im Jackson Hole am Ende der Woche, was eigentlich derzeit nicht wirklich erwartet wird, dass es dort spektakulär zugeht, aber Überraschungspotenzial ist ausgehend davon definitiv gegeben. Und das Potenzial meines Erachtens nach für eine Neuankündigung eines QE-Programms oder das Wegbereiten eines solchen sollte nicht unterschätzt werden. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen dann noch zwei, dreimal was zu sagen, auch definitiv. Und auch morgen wollen wir uns dann vielleicht verstärkter fokussieren auf auch das Sitzungsprotokoll noch der nicht der neuseeländischen, der australischen Notenbank. Auch ganz interessant. Ich bin heute früh da über einen Artikel gestolpert, wonach eben die RBA ebenfalls massiv in Schwierigkeiten geraten könnte, mehr und mehr, mit ihrer Geldpolitik des klassischen Zinssenkens und eventuell sogar auch geneigt sein könnte, ein QE auf den Weg zu bringen, was natürlich unterstreichen würde, dass dieser bärische Ausblick, den ich gezeichnet hatte für den Australdollar, hier erinnert euch dran, dass dieser auf jeden Fall weitergegeben ist und dass da realistisch auch die Region hier um die 2008er Jahrestiefs um roundabout 60, das psychologisch wichtige Level, früher oder später angelaufen wird. Aber darauf schauen wir dann morgen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen guten Start in die Handelswoche. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören uns morgen wieder zu den täglich neuen Handelsideen 8:30 Uhr. Dann hier gemeinsam mit Tickmill. Ich freue mich drauf. Bis dahin, habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.